Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren heißen Part in diesem Sphären der No Money Challenge. Und ja, der Gesichtsausdruck von Jenna, der spricht natürlich Bände. Ja, okay. Ich sollte das mit dem Zoom vielleicht lassen und aus der Ferne genießen. Ja, was heißt genießen, aber. Es ist schon cool, dass die Charaktere ihren Spaß haben. Auch wenn meiner irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, mit dem los ist. Weiß nicht, ob die Reaction so passend ist. Na, wie auch immer, Froststrahl. du kannst mal hier Nummern austauschen. Ja, wir haben ihre Nummer nicht. Sie wohnt seit Ewigkeiten hier, aber wir haben ihre Nummer nicht. Ey, das könnte ich in Real Life sein, so, ne? Ich habe die Nummern von meiner von einer Frau, mit der ich was hatte, nicht nie gehabt, so. Das ist ja auch eine Ehe und so, aber ich habe die Telefonnummer nicht. So. Also klar, Ehe in Real Life eher unwahrscheinlich, aber vielleicht hat sie ja Geld oder so oder keine Ahnung, andere Gründe. Oh, ich hätte der Kuss her. Hätte ich auch gut benutzen können. Ja, durchaus. Boah, Jenna ist ja richtig in Love mit ihrem Ex-Mann. Meiner denkt nur ans Zocken, perfekt. Da sehe ich mich. Meiner denkt nur ans Zocken. Da sehe ich mich. Er könnte ein bisschen Teilfrust auf Dead by Daylight sein. Mal wieder angefangen seit Ewigkeiten. Falls das noch irgendwer kennt. Spaß. So, bergab ging es ja nicht mit dem Game. Nicht so wie bei Friday. Oder ja, Freitag den 13., auch bei uns. Oder Friday the 13th. Ja, da ging es ordentlich bergab, aber ja. War an sich auch mal ein gechilltes Game. Auch wenn da viele, ja, viele Gründe waren, warum ich kaum Online-Games zocke, weil da gab es echt, die unfass das gab es echt, ja, unfassbar beschissene Momente. Und ja. Vielleicht nehme ich das hier auch als Thumbnail. Also, ja, passt eigentlich ganz gut. Ihr Blick so voll in Love. Meiner denkt nur ans Zocken. Aber leider guckt meiner nicht ins Bild hier in die Kamera. So. Wobei, vielleicht das am besten, die werden sich küssen und dann wäre der Moment. Jetzt kann ich vielleicht mehr draus machen. Einmal gucken, was ich als Thumbnail benutze. Warum bespreche ich das mit einer Folge? Na, ganz viele Dinge, die abgehen. Worüber war ich eigentlich vorher am Reden? Die ganze Zeit. Ja, zocke kaum Multiplayer-Games oder wenn dann wenn dann halt trotzdem alleine, zum Beispiel The Forest, so ich habe es angefangen alleine tatsächlich, nachdem ich das bei einem bekannten deutschen YouTuber gesehen habe und ja, dann mit meinem Bruder am Zocken und ich muss sagen, der ist echt nützlich dafür und ja, was ist das denn jetzt? Hä, warum? Warum? Sie ist voll hin und weg von mir, aber auf einmal so eine Gedankenblase von wegen, nee, geh mal weg. Hä? Entwickler, seid ihr lost? So, warum ist das hier? So, sie reagiert voll positiv auf die Flirterei, aber sie sagt, geh mal in Gedanken, nee, ist nicht, keine Ahnung. Also, Frauen verstehen, das ist, ja, so eine Sache. Und er denkt, nein, 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 nein. Nicht an Ehe denken, Kollege. Da bist du falsch. Das haben wir nur für die Punkte gemacht, okay? Ah, stimmt, die Kinder sind wieder zu Hause. Kann man die irgendwo abschieben oder so? Irgendwo abstellen in die Mülltonne oder so? Ah, ich möchte noch einen schönen Kuss in Zeitlupe haben. Und ja, ich zocke kaum Multiplayer, also außerhalb, also wenn es halt Multiplayer-Games gibt, die ich halt alleine zocken kann, dann zocke ich halt alleine. V ist so nachher mit meinem Bruder gezockt, lief ganz gut. Hört ich auch mal wieder Bock drauf. Ja, Sons of the Forest ist ja auch der neueste Teil der Serie. Hoffe, da geht's natürlich weiter auch mit. Weil Sons of the Forest, von dem was ich gesehen habe, sieht eigentlich ganz cool aus. Auch wenn mir viele Dinge aus dem Original One fehlen. Ja. Aber gut, ich weiß auch nicht, ja, was sich inzwischen da alles getan hat, weil hab's nicht.
Leider nicht. Sonst würde ich das auch vielleicht bringen. So, ja, höchstwahrscheinlich irgendwann auf den Kanal bringen. Aber ja, aktuell ist das nicht möglich. Nee, kein Rechenspiel, Alter. Das würde dir zwar Skillpunkte bringen, aber wenn passiert das hier. Also was heißt Skill, aber ja, das muss nicht sein. Wir sollen ja Spaß haben und nicht noch lernen. Und ich habe nicht in der Schule gemacht, die Scheiße. So, du kannst hier mitspielen eigentlich. Ich darf Spiel ansehen oder so. Wobei, warum kann sie es nur ansehen und nicht mitspielen mit ihm? Ich meine, warum nicht? So, weil er erwachsen ist und sie ist ein Kind, aber Schach spielen so, da ist ja nichts bei so. Ist ja nicht so, als würde er ihr ein Eis verkaufen oder so. Aber selbst da ist ja nichts bei, das war ja nur ein, ja, weirder Joke vielleicht. Egal, ein Spiel hat am Handy rum, so. Am Handy, so. Einfach da ein bisschen spielen. Vielleicht. Kann sie das überhaupt? Aha, aber sie kann einen Übernachtungsbesuch planen. Alles klar, ne? Sie kann nicht mit einem Erwachsenen Schach spielen, aber einen Übernachtungsbesuch planen. Ach so, ah, okay, ja, stimmt, Pyjama-Party, okay, jetzt, mein Brain ist noch nicht voll funktionstüchtig heute. Ja, aber sie kann hier nicht zocken. Ja, klar, Pyjama-Party, aber ich dachte da, ja, nicht das, also ich habe vergessen, dass sowas wie Pyjama-Party sonst einen Scheiß gibt, so, einsamer Wolf und so, und es ist früh am Morgen, so, deswegen kann es sein, dass Scheiße labert, aber ja, Multiplayer sind nicht so meins, weil, ja. Und Dead by Daylight ist da auch keine Ausnahme, aber manchmal bockt es schon hin und wieder mit paar Leuten, also paar Leuten, auf die ich mal ausnahmsweise Bock habe tatsächlich. Also ja, gibt's ja nicht häufig, weil einsamer Wolf, der geht seinen Weg alleine und das ist ja auch gut so, weil ich bin mir selber so dadurch treu und warum eigentlich hier in dem Bett? So, immer noch hier im Bett. So, was mache ich da gerade? Also echt, ich bin noch nicht ganz fit, es ist früh am Morgen, 7 Uhr, 7:30 ungefähr. Und ja, das ist schon, klar, ich bin jeden Morgen um diese Zeit wach. Weil mein Hund natürlich raus muss. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich fit bin. Zum Beispiel als Kind so, ich war ein, wie sagt man, Langschläfer, genau. Ich glaube, Langschläfer heißt das richtige Wort. Und, ach so, weil Lilith mitspielt. Ach so, okay. Deswegen kann sie sich nur ansehen. Verstehe. Macht Sinn. Ja. Wobei, um Lilith kümmert meiner sich dann. Lass mir Nadine hier einfach mitspielen. Würde ich sagen. Wenn sie dann fertig ist, oder? Ja, doch, ihr geht ruhig. So. Ah, krass, die Schulauswirkungen sich, auch auf sie berüchtigt, also weil sie scheint krank zu sein. Wenn ich das richtig gesehen habe, aber ich habe es nur überflogen, weil ja, ob der gut geht oder nicht, das interessiert ja nicht in der Normani Challenge, so. Weil wäre es halt ein normaler Spielchen, dann würde ich halt auch ihr auch freigeben, aber ja, ich will mich gerade nicht um so viele Chars kümmern. Ich werde nur Jenna halt den Spaß geben, den sie braucht, und irgendwie habe ich Bock, dass sie mal wieder ein bisschen Techtelmechtel machen. Ja. Ich habe Jenna meiner nicht so eine geile Jen haben hier. Ne, es war der falsche Char. Ich dachte mir schon, ey, warum geht das nicht? Aber ist ja klar, denn wir werden hier Magie, Zauber, Reparatur. Weil ich denke, es eh egal, weil der Butler, wenn er wach ist, dann wird er das reparieren. Deswegen kann ich da, muss ich da nicht unbedingt einen Reparaturservice holen. Du kannst die Pflanze nochmal füttern, wenn er eh schon mal da rumschießt. Ich denke zwar, das wird nicht nötig sein, aber wir machen es trotzdem. Ach, hier liegt mein Buch, oder was? Oh, warum hast du das eingelegt? Das habe ich dir nicht erlaubt, oder? Ich glaube nicht, dass ich das habe. Level 4 der Mentalfähigkeiten. Nice, Nadine. Nadine erhält beim Spielen des Rechenspiels am Computer bessere Stimmungen und kann jetzt einen Gesundheitstrank am Wissenschaftstisch brauchen. Und das habe ich schon mal vorgelesen. Daran erinnere ich mich. Level 2 Gartenarbeit haben wir auch schon mal vorgelesen. Deswegen einfach wegböllern, die ganze Scheiße hier. Ich will raus aus dieser Scheiße hier. Du, 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 du. So. Kannst du mal aufstehen? Ich glaube, man hat den FOD, also den Fuck of Death. Nenn ich das immer. Darf man das noch sagen? Das ist auch ein böses Wort. Objekt stehen, erstmal mal. Ja, meiner ist verbuggt. Geil. Und ja, wie behebt man den Bug? Man geht in den Baumodus. Ja, den Bug, der begleitet mich auch schon jahrelang. Ich dachte, endlich wäre der behoben, weil er halt so selten vorkommt. Inzwischen, also früher, da war es viel zu häufig.
Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, aber jetzt kommt halt auch noch ab und zu vor. Ja, aber kann man noch mit leben, weil besser, dass es, dass die Seltenheit runtergeht. Dann geht man auf jeden Fall ins Menü. Ich hoffe, das war lang genug. Ja, scheint so, weil sonst ist es bei mir immer verzögert. Also zumindest auf Konsole, auf dem PC weiß ich nicht, ob es so ist. Und ja, man macht das Bett weg und dann zack. Also ist auch ein Bett geholt und dann stellt man es wieder hin. Ja, bei mir ist leider eine minimale Verzögerung. Das war eigentlich nicht eingeplant, aber egal. Ja, wir haben das Bett wieder und mein Char natürlich hoffentlich auch. Ja. Danke, EA, dass ihr den Bug immer noch nicht behoben habt. Also, ja, stattdessen bastelt man lieber an Charakteren rum, die es jahrelang gibt, wie Bella und Cassandra. Bei Cassie ist es gut, sag ich mal. Aber bei Bella hat es einfach weder Sinn gemacht, noch finde ich das irgendwie gut. Und ja, selbe ist halt bei Katharina der Fall. Falls ihr euch an sie erinnert oder falls ihr sie sogar kennt, wer weiß. Ich weiß ja nicht, wen ihr in euren Spielständen immer ja, abschleppt. Mit dem Haushalt habt ihr das Mitbewohner, Mitbewohnerin oder halt auch so einfach kennt oder heiratet oder Beziehung eingeht und whatever. Ne? Oder Best Buddies seid oder was auch immer. Ne? So, weiß ich ja nicht. So, ist mir ja auch nicht so, ist mir auch egal. So, kann ja jeder mit abhängen, mit welchen Leuten er abhängen will. So. Und zu tun haben. Oder eher gesagt, zu tun haben, mit wem er will. Und Tochter, du bist dämlich. Es tut mir leid, das zu sagen, weil es halt meine Tochter ist. So, aber du bist dämlich. Und warum schläft die in dem Bett der Erwachsenen? Also, ich habe extra versucht, das so unweird wie möglich zu machen. Und die KI, ja, schläft einfach im selben Zimmer wie einfach der Butler. Das ist, ja, weird. Aber gut, ich sag mal so, ne? EA kennt da eh nichts. So manchmal schlafen die Eltern in Betten der Kinder, die Kinder in den Betten der Eltern. Also das ist echt, ja, einiges schief gelaufen. Oh, du achtest auch nicht auf deine Bedürfnisse, aber gut, wer tut das schon? Aber wer pinkelt sich in die Hose? Dann muss dringend geduscht werden. Also das ist das Einzige, was sie kennen, ey. Und der ist richtig sozialer Außenseiter. Also so wie ich in Real Life. Aber gut, ich sag mal so, bei mir ist es meine Entscheidung und Einzelgänger, einsamer Wolf. Habe ich das schon mal erklärt? Ich weiß nicht genau. Aber wenn dann vielleicht nicht hier, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, setze ich das halt auch einsamer Wolf zusammen. So die Wörter. Weil Lone bzw. Loner ist halt Einzelgänger übersetzt. Loner halt Einzelgänger. So. Und Wolf, ne, starke Persönlichkeit, nicht so wie die relevanten Schafe, wie die meisten, wie viele Schafe, ne, wie die meisten, so mit einer schwachen Persönlichkeit oder gar keinen, so, das sind die Schafe für mich. Und Wölfe sind halt Menschen mit starker Persönlichkeit, die niemanden brauchen, so, das sind für mich Wölfe, so. Und ja, deswegen setze ich das zusammen und ja, ich habe sie voll betrogen. Wir sind nicht mehr verheiratet, Spiel, das ist kein Betrug. Ich habe mit Jenna nur eine Bettgeschichte am Laufen, aber das ist Betrug. Also das ist, wie kann meiner sowas wagen, ne? Weil die sind jetzt nicht mehr verheiratet und haben auch keine Beziehung, aber er hat einfach was mit einer anderen so. Wow, wie kann er es nur wagen? So, ich hab nichts mehr mit Jenna. So, keine Beziehung mehr, das ist kein Betrug. So. Weil wir haben keine Beziehung. So. Das kann ich auch nochmal zeigen, dass das halt das Zeichen von Betrug ist für alle, die es nicht glauben. Aber man sollte, das kann man mir das schon, Dings, hier, glauben. Wobei, wo war denn das nochmal? Was? Irgendwo war das hier doch. Das war doch hier irgendwo? Ach so, nee, das war bei Beziehung natürlich, stimmt ja. Mein Fehler. Natürlich ist das bei Beziehung bei und nicht bei ihrem Dings da. Hokus Pokus. Hier geschieden. So. Wir sind nicht mehr in einer Beziehung. So. Klar, wir sind also Liebende nicht unbedingt, aber ja. Betrug, Verbitterung. Untreue hat die Gefühle von Jenna für Sascha vergiftet. Die Anwesenheit von Sascha kann in Jenna schlechte Erinnerungen an die Geschehnisse wecken. Ich habe sie nicht betrogen, EA. Wir haben keine Beziehung. Wir sind geschieden. Heißt, wir haben keine Beziehung mehr. Keine Ehe, keine Beziehung. Gar nichts. Und trotzdem soll ich sie betrogen haben. Also,
EA, das ist kein Betrug. So. Ich habe mit ihr keine Beziehung. Und kannst du das mal bitte vom Herd nehmen, weil das hat hier nicht zu sein. Und ich weiß auch nicht, wer das darauf gestellt hat, weil sonst, ja. Sascha und Jen haben sich auch Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr. Der, das ist doch schon länger so der Fall. Ich weiß noch nicht, warum unsere Freundschaft auf einmal runtergeht. Weil das war ganz weird. Auf einmal war es weg. Vielleicht habe ich Leute ausgesaugt und sie jetzt mitbekommen? Oder anders kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Vor allem ging das ja richtig schnell so. Sonst hätte ich gesagt, die hat vielleicht gesehen, wie ich ein paar Mal gefaucht habe. Wenn ich, habe ich das als einen Nachteil? Ich weiß nicht. Achtung, eindrucksvolle Persönlichkeit, weil jedem von jemandem in der Nähe beeindruckt ist. Ja, von meinem Spiegelbild. Passt sogar, weil eigentlich stehen die Spiegel ja im Badezimmer. So, seid ihr echt beide mal ready hier? Ihr sollt ready sein, Mann. Da kannst du mal das hier reparieren direkt. So. So. Ich habe jetzt keinen Bock auf einen Reparaturservice zu warten, weil ich will eigentlich auch noch ein bisschen. Wobei ich denke, wir machen das mit dem Reisen dann einfach im nächsten Part. Das habe ich zwar schon seit zwei, drei Parts vor. Vier vielleicht sogar. Und ist der Butler tot oder ist er einfach nur mega erschöpft, ey? Oder der hat auch den, hat auch einen Bug hier. Nicht den FOD, aber. Ja, so ist es mit der Morgenübelkeit. Lilith. Was? Das Zeichen geändert, das kenne ich, das Geräusch, aber. Okay. Ach so, weil sie nicht getrunken hat. Aber es müsste ja auch angezeigt werden. Aber vielleicht ist das mal wieder buggy. Weil wir haben es, glaube ich, einmal gesehen und dann nie wieder. Kann sein. War mal, oder hat sie es abgeschlossen? Nee, 2 von 5 Tagen, das kann nicht stimmen, oder? Ich glaube nicht, ne? Mit jemandem plauen, weil gesellig ist? Ja, wann ist Lilith gesellig? Das ist mir neu. Sie gesellig ist. Aber gut, wen interessieren noch groß ihre Merkmale? No hate, aber ernsthafter Wert, ja, anderes zu bieten. Und damit meine ich nicht ihr Äußeres, sondern diesen Vampir. Und das ist halt, ja. Aber natürlich sieht sie auch top aus, in meinen Augen jedenfalls. Was? Was? Achso, sie muss kotzen wahrscheinlich. Ja. Ja, so ist das mit der Morgenübelkeit. Naja. Ich wünsche, ich könnte ihr helfen irgendwie. So. Also ist schon scheiße so. Das ist halt echt so wenigen, eine der wenigen Momente, wo ich tatsächlich ja, sowas wie Mitleid habe. Oder so. Keine Ahnung, mag das Gefühl nicht sonderlich und ich bin schon wieder verpackt. Nein, okay. Gut. Manchmal schaut es auch nur so aus, als hätte man den FOD. Ja, dann geh essen, Butler. Nicht sterben. Du sollst eigentlich nicht mit der Pflanze spielen. Also ich sag mal so, du kannst ja aber mal füttern. Weil. Hab ich eigentlich. Oder hat er sie gefüttert? Ach, keine Ahnung. Morgen, du darfst auf jeden Fall ins Bett gehen. Ach, der Butler kümmert sich jetzt auch nicht mehr um sich oder was? Ach Leute. Morgen ist auch gesellig. Ja, dann verbring doch Zeit mit Lynn. So. Bisschen so. Meinetwegen habt ihr auch ein bisschen. Knickknack und so und ja, ein bisschen Spaß an der Freude. Ne? So, kurz zum Essen rufen, bevor ich das vergesse. Ich hoffe, der Part geht auch nicht zu lange, das wäre scheiße. Oh shit, was mache ich hier eigentlich? Genau, ich rufe sie und dann lege ich es weg. Ey, das wäre funny, das wäre ein echt guter Prank. Nein, 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 Sascha! Was tust du? Warum reagiert überhaupt er darauf so? Das ist auch irgendwie dämlich gemacht. Weil ich meine, klar, es war mein Fehler, ja. Aber trotzdem, warum werden Vampire auch dazu gerufen? So, das macht keinen Sinn, so. Sagen wir, wie es ist, ne? Also das könnten sie echt ein bisschen beheben, dass Vampire dazu gerufen. Weil eigentlich wollte ich nur den Butler dazu rufen. Und oh shit, ich hab Lilith das Zaubermann lassen. Das ist nicht sehr gut von mir, aber. Ja. Gut, dann. Räum deinen Teller auch mal weg, Alter. Ich weiß nur, ach egal, Scheiße. Kümmere ich mich in der nächsten Folge drum. Ja.
Aber trotzdem ein spaßiger Part natürlich wieder und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wo wir reisen werden, wo wir endlich mal mit der No Money Challenge auch weitermachen werden und den Scheiß, den lassen wir einfach hier stehen. Ja, was auch immer dann die KI oder das Spiel damit veranstalten werden, wenn die überhaupt irgendwas damit machen. Ja, deswegen sehen wir uns einfach beim